ich würde gerne ein nächstes großes Thema anschneiden mit dir. Und zwar geht es darum, auch nochmal um unseren Weg als Menschen. Also wenn wir jetzt mal, also du machst die Traumaheilung, da geht es darum, auch Konditionierung, Verletzung auch in gewisser Weise so zu integrieren, dass ich wieder frei als Mensch leben kann. Also im Grunde mein ursprüngliches Potenzial frei leben kann. Das ist ja so, oder was ich meinte, eben die Zwiebelschalen langsam abzulegen von dem, was mich begrenzt, so in meiner Seinsqualität als Mensch. Und das hat was mit Reinigung auch zu tun, jetzt, wenn man das meditativ betrachtet, auch mit Leerheit, wenn man das jetzt buddhistisch betrachtet. Und das ist auch alles wunderbar und wunderschön. Und die Erfahrung, die ich halt für mich selber auch gemacht habe, also ich habe ja schon sehr lange tantrische Erfahrung, muss aber eben auch eingestehen, dass ich das auch richtig toll erlebt habe, auch diese ganze Reinigungsarbeit, aber letztlich immer auf dem Hintergrund, dass ich ein persönliches Paradies in dieser dunklen Welt auch mir erschaffen wollte, mit anderen zusammen. Halt zum Beispiel in dieser tantrischen Enklave, zum Beispiel in Berlin, wo ich auch so schön einige Jahre gelebt habe, wo einfach das Leben so vielfarbig und vielgestaltig ist, dass das für mich war wie ein, ja, also wenn ich selber immer freier werde, dann kann ich auch sozusagen alles, was mir da begegnet, wirklich auch nutzen, um einfach ein glückliches Leben zu führen. Sozusagen einen glücklichen Traum erschaffen. Und meine Erfahrung ist die, und das ist, oder das ist eigentlich auch die Frage, die meisten Menschen sind dann auch glücklich und zufrieden, wenn sie das erreicht haben, ihre persönlichen Begrenzungen und Beschränkungen, die halt übernommen wurden aus diesen Erlebnissen mit den Eltern, wenn sie das abgelegt haben. Ne? Jetzt gibt es aber tatsächlich ja diesen Punkt, wo, also da bringe ich jetzt mal eine Vokabel mit ins Spiel, die hast du auf deiner Internetseite Ego-Tod genannt. Dass es ja eigentlich darum geht, und das ist mir lange, lange, lange Jahre wirklich nicht klar gewesen, dass es darum geht, solange ich immer noch die Vorstellung habe, das und das brauche ich, um ein schönes, wunderbares Leben zu führen, bin ich immer noch in der Fehlleitung des Ego. Nämlich in der Vorstellung, das ist toll, das ist nicht so toll, das ist weiß, das ist schwarz, das ist gut, das ist schlecht. Die Frau ist toll, die Frau will ich nicht anschauen. Diesen Menschen will ich begegnen, denen aber auf keinen Fall. Diese Situation suche ich, um mich glücklich zu fühlen, aber das möchte ich auf keinen Fall erleben. Und das ist mir eigentlich auch erst hier in dieser Gemeinschaft wirklich gedämmert, was das eigentlich bedeutet, diese Identifikation letztlich im Letzten auch loszulassen. Und das würde ich mit Ego-Tod zum Beispiel beschreiben. Aber das ist ein Schritt, der erfordert noch mal viel mehr als diese ganze Arbeit, über die wir bisher besprochen haben, weil das ist ein Schritt, sich völlig letztlich loszulassen in allem, wo ich bisher noch das Gefühl hatte, damit identifiziere ich mich. Und damit auch mit dem Gefühl, das brauche ich, um als ich überhaupt zu existieren und gut leben zu können. Und diesen Schritt zu tun, das alles loszulassen und dann zu erleben, ich bin ja tatsächlich alles, auch das, was ich bisher abgelehnt habe, was ich nie haben wollte, was mir tagtäglich begegnet, auch an Sachen, die ich auch nicht toll finde, das ist für mich jetzt ein Weg gewesen, sozusagen wirklich in diese Einheit auch auf einzutauchen, gleichzeitig natürlich ich als Person zu bleiben, als Individuum und trotzdem im Bewusstsein eine Einheit zu erleben, die ich durchaus als Auflösung des Ego, als Loslassen des Ego beschreiben würde und mich damit letztlich frei macht für alles, auch für den Tod natürlich. Nachher, was immer mein schlimmster Feind gewesen ist, dass ich irgendwann sterben muss. Und ja, und diese entscheidende Schritt, den wollen die meisten Menschen auch auf dem tantrischen Weg auf keinen Fall wahrhaben. Das ist meine Wahrnehmung, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt bin, in diesem schönen, auf dieser schönen Spielwiese der tantrischen Begegnung, zum Beispiel auch in München.